Weiter geht's, ja. Mission Nummer 3 oder Kampfszenario Nummer 3. Angriff der Druiden, Teamkampf, Klonanlage Camino. Bodentruppen der Separatisten sind bei der Klonanlage gelandet und die Kampftrieb und ihre Kampfdruiden überrennen den Hangar. Klonsoldaten, verteidigt eure Brüder. Was haben wir hier? Normale Leute übrigens. Schwache KI, Einschuss-KI. Ach so, deswegen sind die alle. Ah, okay. Deswegen sind die alle beim letzten Mal einen Schlag weg gewesen. Schon gewundert. Das macht natürlich ein bisschen einfacher. Alles klar. Machen wir mal. Ein Offizier. Weil es ist halt nur eine einfache Mission, ne? So, wo seid ihr alle? Oh, Camino. War eine gute Level im Battlefront 2. Im alten Battlefront 2. Boah, ich komme ja echt nicht. Bringt mir eine Treppe. Okay, geht schon so. Da sind wir sicher getötet. Beschützt mich. Ich wurde verletzt. Okay, tun wir mal hier platzieren. Platziere Geschütz. Hast du sehr gut gesagt. Das sieht cool aus. Da gehört aber nicht zum. Doch, da gehört noch zum Schlachtfeld mehr oder weniger. Wo sind die Gegner? Das ist jetzt nichts, wenn ich mein Ding hier hinstelle. Töte er! Hätte ich vielleicht hier einsetzen sollen. Hier sind jetzt so 3-4 Leute. Was sind meine Männers? Tötet. Waffe euch auf. Geht aus dem Weg. Ich bin Offizier, verdammt. Roger, Roger. Ist das der Roger? Boom. Oh mein Gott, überall von Radar. Komischerweise verlieren wir, obwohl irgendwie nirgendwo Gegner sind. Habe ich gerade jemand gebufft oder warum? So eine Victory-Faust gemacht. Leute, wo seid ihr alle? Der Schild steht. Oh Gott. Beschütze mich. Boah, Leute. Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob das für uns war oder. Nix. Ich kann dafür selber schauen. Ah. Wir kamen und saßen. Sind da Gegner? Hier, Fristat. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Alter, wo sind denn die Gegner andauernd? Bei uns laufen auch immer 5 Stück an einen Ort. Ja, töte es. Geschütz, Geschütz. Töte. Sehr gut. War ein sehr trauriger Kampf irgendwie.
Scheiße. 4 Minuten, Mann. Das war nur, weil ich die Gegner nicht gefunden habe. Aber wir haben es geschafft. Alles klar. Nehmen wir meinen Spezialisten. So. Die KI, die Aufgaben, die Fertigkeiten werden langsamer hochgeladen. Und Gegner haben jetzt eine schwächere KI. Ich finde das irgendwie komisch, dass sich das dann so ausgleicht. Also ja. Weiß nicht, was soll denn daran schwieriger an sein? Au! Roff! Kannst du es fragen? Krieg ich überhaupt Erfahrungspunkte hier, wenn ich die Einheiten hier spiele? Also wenn ich jetzt hier einen Sniper spiele, tue ich dann auch Erfahrungspunkte hier. Ach, da stimmt. Links stehen ja auch die ganzen Sachen. Brauche ich gar nicht erklären. Hi. Was ist das denn? Oh. Das. Ich verschwachse nicht, hier mit dem Sniper rumzulaufen, aber was soll's. Der Treffer an mir. Der Sniper bringt sie irgendwie nicht. Hallo? Zu welchen jetzt so schnell erledigt? Ja gut, wir sind ja auf engem Raum, also das hat Gefühl, hier ist schwere Truppler ein bisschen effektiv. Gruppe voll, interessiert mich nicht. Ich bin schon drin. Ja, da ist das Schild. Eigentlich gar nicht. Ja, das ist Kontaktgranate. Alles klar. Bin so ein Soldat, der im Krieg irgendwie verlieren. Einfach seine Waffen mal so ausprobiert. Zu gucken, ob die funktionieren. Bin voll am Verlieren, merke ich gerade, Mann. So, weil ich ein paar Mal verreckt bin, hallo? Geht ja ohne mich nichts auf Reihe oder was? Weg, aus dem Weg. Bin ich mir da ein oder tue ich jetzt viel schneller frecken? Ja. Also schwache KI, die werde ja wohl alleine ohne mich schaffen. Da kommt eben der andere. Ah! Warum zieht er da nichts ab? Ah. Warum habe ich bei dem Ding abgezogen? Was zum Teufel? Ja, der Schütze hat voll weggetankt. Habt ihr das gesehen? Oh, wir müssen jetzt 20 Gegner erleben. Dann schafft man nie im Leben. Schwache KI, ja. Ich sehe es. Boom. Nein, Mann. Oh mein Gott. Irgendjemand putzt mich hier immer voll schnell weg. Ja, du mal neu starten. Wird hier irgendwie nichts. Okay. Mal mit denen hier. Jetzt bitte nicht wieder mit einem Schlag hier mal weghauen direkt. So ein, muss schon sagen. Ah Gott. Ja, so geht das. Oh Gott. Ja, das ist Sniper oder was? Oh Gott. Roba.
Ja, wir sind immer noch am Verlieren. War geil gemacht. Könnt ihr euch auch mal im Nahkampf den Gegner irgendwie stellen, ohne hat ihr auch verreckt dabei. Warum ist denn die Mission schon so schwer? So besser. Ja, ich weiß, wie schwer die letzten Missionen sind, wenn das hier schon, wenn das ja schon so schwer ist. Was ist da? Nix. Pass auf, da sind Gegner. Wir sind auf dem Radar. Boah, Geronimo. Du Pisser! Ne, der haut ja alle weg, ey. Alle MVP-Droide. Ganz allein im Squad. Okay. Forever low. Alter! Boah! Alter! Das ist halt schwer. Ja, ein bisschen zu knapp, ey. Ich aber auch jetzt schnell weg, habe ich das Gefühl. Alter! Einfach auf die Füße geschossen. Ich leiste Feuerschutz! Feind neutralisiert! Das ist eigentlich gar nicht. Das ist eine Granate! Oder? So, jetzt mal gewinnen wir. Könnt nichts dagegen unternehmen. Yay. Das war schwer. Warum war das so schwer? Alles klar. Ich will gar nicht wissen, was hier alles ist. Wenn die Karte deaktiviert, keine Fähigkeiten, ein Treffer, Spielergesundheit. Was? Was? Also ich bin mit einem Schlag weg? Ein Schuss KI? Oh Gott. Das ist die erste Person, die jemanden sieht, ist der Gewinner. Oh Gott. Okay, das wird wehtun. Versuchen wir mal. Zwei! Ha. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte, ein. Boom. Ja, direkt zwei. Au! Oh, you! Ich höre noch im Hintergrund, wie alle abgeschlachtet werden, ey, Alter. Ich habe drei, zwei erledigt, ey, und die schaffen wir nicht mal einen zu erledigen, oder wie?
Aber ich habe keine Minikarte und also was. Das ist ja richtig wunderschön. Aber die Gegner haben auch keine Minikarte, oder? Wäre ja richtig unfair. Boah. Bräuchte so eine MG. Wäre ja, die schwere Truppe lieber am besten, aber. Warum verlieren wir so schnell? Ich meine, die KI ist gar nicht so hoch, oder? Boah! Wie schafft denn da einen Schuss durchzukommen? Ey? Ich baller ihn wahnsinniger in die Richtung. Boah, ich muss niesen. Aber wir haben. Okay, jetzt sind wir schon wieder. 6, 5, 5 sind wir hinten. Oh Gott, na. Oh. Genau in dem Moment, wo ich nach links gucke, da kommen sie natürlich von rechts. Am Schaden. Oh, 6 gegen 6. War gut gemacht. Nein! Boah! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Wir sind awesome! Das war total mein Verdienst. Tada! Okay, auf zur vierten Mission. Und zwar, wir müssen sie bekämpfen. Ansturm, Mats, Castell, Takodana, Truppler der ersten Ordnung. Oh, durchsuchen die Trümmer bei Mats Kanatas. Was? Da, egal. Unterschlupf auf Tokada. Zum Glück haben Ray und Chewie sie zuerst gefunden. Sorge dafür, dass die erste Ordnung nicht findet, was sie sucht. Okay, was haben wir hier? Ach, da ist wieder so was, okay. Präzise Minikarte, aktive Modifikatoren. Okay. Ray habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Glaube ich. Interessant. Der schwere Truppler hat mehr AP als alle anderen. Regeneriert sie aber langsam, habe ich gerade gelesen. Okay, gut zu wissen. Für sie haben wir auch noch nichts, weil sie haben ja nicht in die Kampagne gespielt. Zeig mal. Sprintangriff. Wenn die Umgehung war und tötet alle Gegner in der Nähe. Gedankentrick. Kurzer Gegner in der Nähe, Belohnung, Verwirrung. Oh. Alles klar. Alles klar, gut. Episode 8, Hype. Okay. Ah, ne, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Trailer oder so, das ist ja voll easy, ja. Ich will mal Gedankentrick ausprobieren. Kann ich nicht die einfach durchrennen? Diesen einen Sprintangriff, ich meine, da habe ich irgendwie sowas gesehen. Oh, ne. Ah! Ich frage mich, ob Gedankentrick so ihr Ding sein wird in den Filmen zu erleben. Wenn so ihre Spezialität sein wird. Wie bei Vader irgendwie
Machtgriff oder Imperator, Blitze. Hier wird Gedankentrick irgendwie Ding sein. Okay, das ist so merkwürdig. Diese Sprintangriffe. Die werden irgendwie gesteuert, indem man nach links und rechts drückt. Auf der Tastatur. Anstatt mit der Maus irgendwie zu steuern. Das ist bei Schmacker auch gewesen mit seinen Sprintangriffen. Das ist sehr ungewohnt. Warum teleportieren die beim letzten Moment sich irgendwie? Sieg! Nächste Mission. Okay. War noch relativ einfach. Mal gucken, was jetzt passiert. 1,30. Schnelle Fähigkeitenaufladung. Wie soll das bitteschön? Das ist auch nicht. Okay. Was auch immer. Vielleicht wird es ja schwieriger, ich weiß es nicht. Alles klar. Neue hat gut funktioniert. Lass nochmal machen. Dann kommt mal her. Booyakasha. Ah, ich krieg Schaden. Dr. Scharzuck. Abwehren, das gibt's. Da! Wo ist er hin? Da! Hier geblieben. Hier ist ein Commander. Boom, boom. Da! Kann eigentlich das hier die ganze Zeit spammen. Und ich muss wegrennen. Oh, ehrlich. Muss ja natürlich jemand hinter mir sein. FN. Finn? Boah. Okay, vielleicht sollte ich. Ach, ich darf noch weiter, okay. Das wäre jetzt vorbei schon. Das war ein easy. Alle unter mir oder so, ne? Danke. Der 5 Euro gezählt. Ah, komm, hier schon wieder. Ah. Aber kein Problem. Wo sind sie? Was? Alter! Da! Boah, die Kameraperspektive wechselt so schnell irgendwie. Seht ihr alle oben, ehrlich? Ah. Was hat denn? Eine Elektrogranate geworfen, oder was? Okay, das war ein bisschen komisch, aber wir haben es geschafft. Zurück zum Bündel. Das ist so nervig hier. Okay, versuchen wir mit Chewbacca. Keine Ahnung, mit Ray komme ich irgendwie nicht so klar.
Loop schon eher, der hat mehr Angriffssachen. Oh Gott. Oh. Einfach eine Randale starten. Und ich habe ja schnelle Aufladungsdinger, ne? Also. Das wird eigentlich gar kein Problem sein. Wenn die Gegner natürlich auftauchen würden. Ernsthaft? Ey, Leute. Wo seid ihr? Kommt her. So ein Mist verliere ich hier schon wieder, ey. So, da sind welche. Kommt. Er rennt einfach durch und auch alles weg. Oh Gott, oh Gott. Darf nicht biken. Nein, ich habe verloren. Die Zeit bleibt stehen. Ehrlich? Das war nett von euch. Du später schreien, Schui. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Ey. Wo seid ihr? Ich brauche einen Gegner. Boom, oh mein Gott. Ist geschafft. Ich hab's sogar geschafft. Ich dachte jetzt, ich hätte das nicht geschafft, alles klar. Gut, ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Müssen jetzt zwei Parts gewesen sein. Einmal den ersten. Die ersten beiden in einem Part und die zweiten und dritten Missionen. Gut, wenn euch jemand gefallen hat, könnt ihr mal ein Like, ein Abo, Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich.